Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück, ja, zu der imperialen Armee Space Marines-Adeptus Mechanicus bei Battlefleet Gothic Armada 2. So, ich würde mal sagen, wir müssen mal die Mission machen, weil wir haben hier schon erhebliche Dringlichkeit, Stufe 2. Und da wir noch Geld haben, das müssen wir dann wahrscheinlich in neue Schiffe stecken. Würde ich erstmal sagen, wir schmeißen alles rüber. Was haben wir noch so für Flotten? Die Flotte eher weniger. Spire hätte noch ein paar Punkte. Und Lysander hat... Ach komm, nimm mal so, wie sie sind. Ich hoffe mal, wir können ja eh nur 900 Punkte nehmen. Wenn wir da so um die 1000 kommen... Das ist aber noch nicht alles. Scheiße, ne? Das sehe ich gerade. Das ist ja nur ein Teil. Ich weiß nicht, ob das dann zurückgestuft wird. Da müssen wir schnell agieren. Da müssen wir schnell hier die Elder loswerden. Das muss schnell jetzt laufen. So, unbekannt. Ein Ende der Ernte. Amistel. Ja, hauen wir mal weg da. Egal, was jetzt passiert. Wir haben 1700 Punkte. Und ja, was, keine Ahnung, was die Eldari haben. Aber was, egal was wir haben, wir müssen es töten. Oh, ich habe schon fast vergessen. Heute kommt das Video ein bisschen später als sonst. Es tut mir leid. We read several Drukhari vessels and are receiving a distress hymnal from a nearby mining complex. Do you think the two are related? Undoubtedly. All vessels, full ahead to the mining complex. This system has suffered enough. The Drukhari shall not add to its woes. Okay, ganz schön viel Nebel hier. Können wir uns eigentlich gut tarnen, ne? Ich hätte aber gerne mal alle hier. Und dann könnte man da immer hier mal gucken. Haben wir alle da? Ach, ist natürlich doof aufgestellt. Seid ihr alle da? Ja, das freut mich. Spire muss in die Mitte, der ist der Wichtigste, der darf nicht sterben. Alles andere darf sterben. So. Die Kleinen bitte da so hin. Bereit. Plasmasturm? I recommend we avoid gas clouds for the duration. The mixture will be explosive. Understood. Helm, keep us clear. Okay, das we wait your command. Diesmal anders quasi, ja? Okay, warte, ihr seid die drei, ihr seid kleine Schiffe. Okay. Coordinates acknowledged. Du und du, ihr seid jetzt Kumpels, ihr seid die zwei. Aye, Admiral. Du und du, ihr seid die eins. Aye, Admiral. Heading acknowledged. Dann wollen wir so, dass die vielleicht da reinfliegen. Das wäre ja dann ein Vorteil für uns. So, alle Frontwaffen und erstmal feuern. Puh, guckt mal die Kanone. Wer hat die denn? Your orders? Schuss einer Nova-Kanone. Die Nova-Kanone macht Spaß. Ist aber noch nicht drin. Das heißt, die Dreiergruppe muss die weiter aufklären. Oh, wir brauchen Pilotin. Ship ready. Abfangjäger. Mal zu spät. Fury Interceptors in flight. Da kommen sie.
We serve. Warte mal, wer hatte sie? Nova-Kanone. Admiral Spire to Drukhari Raiders. This is your only warning. Depart empty-handed or suffer the Imperium's wrath. What is this? I was promised rich graves. Unwitched and ripe for the taking. Aber was erwischt? Es ist was hochgegangen, das ist schon mal gut. I repeat, withdraw now or be obliterated. These are loyal subjects of the Imperium. Zwei, seitlicher Beschuss, Feuer. Eins, Feuer. Fill your holds with prisoners, but the Admiral is mine. His scream shall last a lifetime beneath my blade. Drukhari vessels closing. Oh ja. Es ist ja gerade ein bisschen Stau, ne? Die schicke ich mal zurück. Kann ich nicht. Scheiße. Du, ab nach Hause, mein Freund. Meuterei. We serve. Impossible, Admiral. Taking heavy damage. Schlag die Meuterei nieder. Oh, da nicht reinfliegen. We serve. Halt. Burn retros. Nicht da reinfliegen. Oh, ist weg. Okay. Haben wir eine Stasisbombe? Ship ready. Ah, sind weggefahren. Oh, der lebt noch. We wait your command. We serve. Na, kommen die Torpedos an, hauen sie ab. Plasmastürme sind aktiviert. Oh, 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 warte mal ganz kurz. Pause, Pause. Die kommen hier einfach variabel, wo sie wollen, diese dreckigen Plasmastürme. Der ist ja ganz easy peasy hinten. Flieg mal da lang. Du flieg mal da lang. Das dürfte eigentlich passen, ne? Okay. I, Admiral. So. Enemy sighted. We wait your command. Feuer frei. Target in. Engaging target. Oh, oh, die küssen sich da. Bisschen beschädigt. Course engaged. So, kleiner, klär mal auf. Ship ready. Feuer frei. Na, jetzt hauen sie ab, die Schweine. We wait your command. Oh, ganz einfach. We serve. Ja. Wie kommen wir da dran vorbei? Frontbewaffnung. Targeting enemy vessel. Course engaged. Oh, ist eine Falle. Zurück. Du schießt seitlich.
Your orders? Damage teams, begin repairs now! Wir müssen da irgendwie durch. Engaging engines. Wird der nicht weiter? We wait your command. All ahead full. Aye, Admiral. Understood. Oh, das wollte ich nicht. Da haben wir aus Versehen gerammt. We serve. Normale Energie. Engaging. Feuer. Enemy sighted. We wait your command. Du kannst ruhig weiter Front bewaffnen, hast du gemacht. Reporting successful boarding action. Oh, 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 oh. Our borders have caused internal damage. Reporting successful boarding action. Oh, 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 kommt hierher. Maximum burn. Your orders? Puh. Alter Schwede, müssen wir aufpassen. Frontbewaffnung, Feuer frei. Target locked in. Schieß mal mit allen Torpedos, die wir haben, ey. Cruising speed set. Oh, die schickt ihn nach Hause. Kann er nicht. Understood. Initiate emergency repairs. Alter, du musst nach Hause. Komm zurück. Komm zurück. Ship ready. Und du machst Stopp. Stopp. Burn retros. Ah, bewegt sich nicht weiter. Schade. Ich krieg ihn nicht zurückgezogen. Aye, Admiral. Komm mal weiter, mein Freund. Starhawks loaded and sent. We wait your command. Kannst du mal aufklären? Ship ready. Seitlich beschießen, ja. Vorbei. So, kannst du abhauen? Immer noch nicht. Changing course. For the Emperor. Impossible, Admiral. Alle Mann rüber. Impossible, Admiral. Initiate emergency repairs. Your orders? Du musst leider nach Hause, mein Freund. Coordinates acknowledged. We wait your command. Boarding teams have crippled the enemy. Mhm. Die machen uns echt ganz schön fertig hier. Changing course. Hier, ihr macht mal Frontbewaffnung wieder. Engaging target. Der eine. For the Emperor. We serve. Maximum burn. Understood. We wait your command. Cruising speed set. Aye, Admiral.
Oh, Feuer frei. Das soll es jetzt mal langsam gewesen sein für den Typen. Geh mal weg mit deinem Plasmasturm. Wo ist der andere überhaupt? Oh, der geht. Your orders? Geh mal am Rand und fahr Rückzug nach Hause. Haben wir nicht aufgeklärt? Kriegen wir das nochmal hin oder was? Dann schick einfach mal. Course engaged. Na, er fliegt doch rein. Guck an. Target locked in. Hat's doch geklappt. Is that the last of them? Seems so, High Admiral. War nicht so leicht, die Mission. Secure from battle stations. The border will be safer. At least for a time. Habe ich mir einen Schluck Kaffee echt verdient. Alter Schwede, die haben uns ganz schön zugesetzt. Und dann haben wir nochmal diese Aldari da unten. Scheiße. Ein kleines Schiff haben wir ja verloren und ey, guck an, wie sie uns runtergeballert haben. Ah, die waren gar nicht dabei. Die haben sich das aus der Entfernung angeguckt. Ja, Dringlichkeit ist immer noch gegeben. Das heißt, wir müssen schnell ein, zwei Runden hier lang die angreifen. Egal was jetzt hier kommt, wir müssen es machen, dass es verzögert. Leider. Dasselbe würde ich auch hier machen. Ich gebe die jetzt nicht so kampflos auf, die Systeme. Aber sonst müsste es doch eigentlich noch gut aussehen, ne? Der hat ja... Oh, doch. Den habe ich fast vergessen. Ja, der muss aber noch zwei Züge. Scheiße sagt man dazu, oder? Können wir uns noch eine Flotte kaufen? Ich hätte gerne jetzt... Von denen kriegen wir doch nichts, oder? Locke vielleicht? Einmal den Namen gesehen, das will ich unbedingt Locke haben. Gibt's doch nicht. Das sind aber alles leichte Kreuzer, die es gibt. Der hat schon eine gute Kombo. Stasis und... Achso, das haben jetzt hier irgendwie alle, oder was? Armageddon. Ja komm, dann nehmen wir Kinder. Noch dazu. Kann ich den rekrutieren oder was? Automatische Aktualisierung. Ja, ich will den haben. Ah, fuck. Null. Wir müssen halt Space Marine oder Adeptus Mechanicus. War das mit Kette? War nicht so meins. Was haben die Adeptus Astartes? Die Space Marines? Haben auch alle dieselbe Fähigkeit. Fröhlich aus hier. Torwack. Na, Ultra haben wir ja schon. Also, jetzt immer dieselben Orden nehmen wäre ja langweilig. Wir nehmen dann jetzt einen Space Marine. So ein Khan wäre nicht schlecht. Logan. Lokan.
Salamander. Ultra nehme ich nicht. Obwohl, haben wir auch bestimmt ein schönes Blau. Ich nehme lieber mal die Space Wolves. Erforderliche Ressourcen sollten wir haben. Habe ich jetzt nur gekauft, damit er hier nicht alleine ist. Zusammen haben wir vielleicht 400 Punkte. Die greifen mit 480 an. Die Plattform gibt uns ein bisschen Verteidigung. Aber ansonsten haben wir hier auch nichts zum Rekrutieren. Gut. Achso, wir haben nur die drei. Ich komme langsam durcheinander, weil ich ab und zu... Ja, ich habe Tyranniden ja gespielt und halt die, Necrons. Damit bin ich schon viel weiter irgendwie gefühlt. Die haben ja gar nichts hier, die Menschen. Aber mit den Necrons bin ich irgendwie am schnellsten unterwegs. Gut, dann müssen wir aber schnell hier das System hinbekommen. Oh, ihr hört meinen Stuhl knacken, ne? Das ist ein alter Stuhl. Ein alter PC-Stuhl. So, und dann müssen wir mal gucken, was wir rekrutieren oder bauen. Na, erstmal gucken wir hier nochmal. Haben wir da zwei Strukturpunkte gekriegt? Ein. Ist ja ein Gag. Ein Strukturpunkt könnte aber reichen, um vielleicht... holen wir uns mal so eine kleine Fregatte. Oh, eine Nova könnte man sich doch leisten. Nova hat doch eine schwere oder leichte Lanzenartillerie. Gönnen wir uns eine Nova. Das macht den Space Wolf auch gleich stärker. Zack. Gut, aber dieses System ist noch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt wichtig. Ich glaube, wir sollten erstmal hier das Cardia... Entschuldigung. Sektor, den Cardia-Sektor weiter ausbauen. Zumindest was Geld, alles was mit Geld macht. Adamantium, das ist für später. Kardinalswelt. Ja, senkt die Chaosbedrohung. Einnahmen durch Ruhm, interessiert mich nicht. Werft, ja, ist auch nett. Archäologisch. Irgendwie Funde, interessiert mich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ah, Cardia selber. Das bringt mir Ruhm. Ressourcen. 10 Ressourcen. Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Das ist auch wieder eine Werft und strategische Position. Dann kriegen wir irgendwann eine Raumstation. Ja, nice. Aber ich hätte gern mehr Money. Strafkolonie. Agrarwelt. Boah, da kriegst du echt hier Rüsselpest. Horchposten, ich brauche keine Horchposten. Auch Geld. Ja, gucken wir mal Agrippina. Da können wir ja auch noch ein bisschen was machen. Trainingsaußenposten. Ich brauche Money, Money, Money. Money. Ah, mache ich das einmal. Makrowelt bringt auch immer Geld. Ha, reibt sich sogar. Makrowelt bringt immer Geld. So. Und die Minenwelt, das klingt gut. Erhöht die Ressourcengenerierung im in verbundenen Systemen und Sektoren. Das ist, könnte man auch machen. Gut. Soweit dazu. Ja. Die sind alle schlimm dezimiert, die Flotten. Bis auf die Space Marines.
Schicke ich dann mal gleich einen weiter. Und ja. Wir müssen die erstmal aus dem Weg räumen und dann müssen wir dann noch. Ach, jetzt habe ich natürlich so viel Geld ausgegeben. Gut, beenden wir die Runde. Ach, da kommen die erstmal. 430. So, mein Kaffee ist leer. Gucken wir mal. Skywriters. Eldar. Oder Aldari. Ich tippe mal darauf, diese Aldari ist ein Zusammenschluss von den Eldar und wie heißen die anderen, die sich eigentlich nicht mögen. Dunkelelfen? Nee, Dunkelelfen waren es nicht. Ach, ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, schreibt es in die Kommentare. So, wir müssen Punkte einnehmen. Erstmal müssen wir Schiffe angucken. Wer hat so... Gold? Was soll Gold sein? Das hat so einen Grünstich. Ich glaube, das kommt, keine Ahnung woher. Ich finde es in Blau hübscher, muss ich sagen. Space Wolf haben ein schönes Grau. Als Muster natürlich der Wolf als Logo, da ist er. Ich finde das Grau sieht gut aus. Das gefällt mir. Boah, das mit dieser Platte, was immer diese Platte sein soll. Na gut. Ja, so mag ich es doch am liebsten. Wir haben jetzt nur diese drei Punkte, das ist ein bisschen wenig, ne? Heading acknowledged. Ach, da ist noch ein Punkt. Achso, zwei haben wir noch quasi schon eingenommen. Ah, wir haben nicht so viel Piloten. Haben wir was Besonderes? Tarot des Imperators offenbart und kennzeichnet die ausgewählten und erfassten feindlichen Schiffe für 90 Sekunden lang. Oh. Setting course! Na, da nimmt die ja schon quasi ein. Changing course. Komm direkt auf uns zu. Impossible, Admiral. Kann ich nicht machen. The enemy has seized a strategic area. Na gut, dann hier, klär mal auf. I am listening. Und wir sehen sie immer noch nicht. Wir brauchen Abfangjäger. You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. Dann machen wir eine zweite Abfangjägergruppe. Eigentlich müssten wir sie doch schon sehen, verdammt. Understood. Einer ist da, den sehen wir gerade. Coordinates acknowledged. Warum sehe ich hier keiner? Enemy sighted. Feuer. Kannst du mal ein bisschen schneller kommen? The enemy has seized a strategic area. Cruising speed set. So, alle Mann. Engaging engines. Da rein. Punkt einnehmen. Eigentlich, weißt du was? Um sicher zu gehen, ziehen wir dahin. Die drei gehen dahin. Enemy sighted. Seitliches Feuer. Feuer. Engaging.
won't take much more. Underway. Machen wir Plotting Schleichfahrt. Approach. Aye, Admiral. Where shall we strike? Kannst du mal weiter vorfahren? Vielleicht siehst du den ja. Enemy sighted. Okay, Feuer frei. Give us purpose. At your command. I am listening. Ja, wir nehmen erstmal den Punkt ein und dann kümmern wir uns das große Schiff da. We wait your command. Front bewaffnet, ihr dürft schießen, worauf ihr wollt. Give us purpose. Bis auf du machst erstmal halt. Enemy sighted. Okay, du machst Where shall we strike? Standard speed engaged. Hol dir den Punkt. Moving to position. You have seized a strategic area. Dann Feuer. We serve. Feuer. Ja, der hat Punkte kaputt gemacht. We lost the defense platform. You have accumulated 25% of strategic points. Ja, ein knapper Vorsprung. Show us the enemy. Ist nicht viel. We serve. The enemy is seizing one of your strategic areas. We stand ready. Cruising speed set. Engaging target. Initiate Thunderhawk bombardment. So, seitliches Feuer. Targeting enemy vessel. Impossible, Admiral. Our wrath cannot be denied. The enemy has seized a strategic area. Ship ready. The enemy has accumulated 25% of strategic points. Verdammte Scheiße hier mit dem. Enemy sighted. Aye, Admiral. Erstmal Frontbewaffnung. Kommt näher ran. For the Emperor. Course engaged. Enemy sighted. Give us purpose. Engaging target. Heading acknowledged. Targeting enemy vessel. Ne, ist dasselbe. Wir müssen ihn erstmal kaputt kriegen, ihr verdammt. The enemy is seizing one of your strategic areas. Scheiße. Repositioning. Weil wir aufpassen müssen, dass er uns nicht abzieht, aber. I am listening. Engaging engines. Cruising speed set. Seitliches Feuer. Na ja, haut wieder ab. Launch Thunderhawks.
Ship ready. The enemy has seized a strategic area. Ah, die überholen uns noch, verdammte Axt. We wait your command. Hier, du bleibst da stehen, verdammt. We wait your command. Underway. Impossible, Admiral. Dass wir den Schild auch nicht runterkriegen, ne? Setting course. Targeting enemy vessel. Verdammtes Schlitzohr, echt? Hm. Aye, Admiral. Der andere nimmt die Punkte ein, das gibt's nicht. Wir kriegen es mit diesen Popelschiffen nicht hin, diesen Kreuzer platt zu machen, oder was? We serve. Course engaged. Wir müssen da Truppen rankriegen. Aye, Admiral. Maximum burn. Engaging. Hammer. Your orders? Komm wieder her. We wait your command. Puh. Ah, der andere ist hier hinten. Dann fliegt ihr mal dahin. Coordinates acknowledged. The enemy has accumulated 50% of strategic points. We serve. Dass wir ihn verhindern, dass er diesen Punkt einnimmt. Changing course. Frontbewaffnung. Schickt er einfach mal ein Flugzeug, Düsenjäger da schon, Abfangjäger hin. Einfach damit wir ihn sehen und beschießen können. Er muss da ja irgendwo sein. Heading acknowledged. Hier du, kommst du? Standard speed engaged. Ship ready. Feuer frei. We stand ready. So, der dürfte jetzt da sein. Du darfst nicht mehr schießen, auf was du willst. Machen wir. Jetzt ist er weg. Ah. Halt einfach mal weiter zu fliegen. Underway. Understood. Warum schießen die nicht? Setting course. Kommt euch sogar noch entgegen. Engaging engines. Target locked in. Angriffsboote. Launch Thunderhawks. Impossible, Admiral. Ah, der kann gerade nicht, warum auch immer. Your orders? Ja. Kommt nicht ran. Impossible, Admiral. Aye, Admiral. Enemy sighted. Impossible, Admiral. Ah, scheißen Dreck, ey. Müssen wir die Frontbewaffnung ändern? Course engaged. You have accumulated 75% of strategic points. Da ist es. We wait your command. Impossible, Admiral. Engaging. Changing course. Energie. Der muss bei uns bleiben. Feige Ratte. I am listening. Cruising speed set. Where shall we strike?
Grundsätzlich feuern. Obliterate that target. Initiate Thunderhawk bombardment. All ahead, fall. Cruising speed set. Coordinates acknowledged. Die schicke ich jetzt in Nahkampf rein, das gibt's doch nicht da. Diese scheiß Schiffe, da müssen wir mal rankommen. Your orders? Moving to position. So, seitlich beschießen. Oh. Ship ready. Blitzschlag. Our borders have caused internal damage. You are close to victory by strategic points. Ey, die haben es jetzt echt auch nicht einfach gemacht. Schade, ich dachte, ich könnte die easy peasy fertig machen. Aber ja, leichte Kreuzer, ne? Man braucht schon die dickeren Schiffe. Dann macht das auch mehr Spaß. Die haben einfach zu geringes Schaden-Output, finde ich. Also da brauchen wir was mit mehr Bums. Wumms, meine ich. Wumms, Bums. Ja. Dann haben wir jetzt eine kleine Reserve. Die Flotten sind ja in Agrippina da. Ach, das ja macht euch noch stärker. Und die ziehen sie jetzt. Scheiße. Ich habe keine Zeit dafür, jetzt irgendwo anders hinzufliegen. Na toll, die nehmen den Sektor ein. Das sind 6 und ein paar zerquetschte Punkte. Ja, kriege ich nicht hin. So, Spire. Das sind wieder 5 Goldtalerchen. Können wir warten? Habe ich auch keine Lust. Das sind 600 Punkte. Ich versuch's mal. Ich mag ja die Schiffe vom Spire, ne? Der hat ja kleinere, der hat 600... Ach, der hat keine 600 Punkte. 443. Ich überlege, eigentlich können wir die beiden doch aufbauen. Dann können die das da verteidigen. Das sind 1000. Mal her. Geh da mal hin. So, du. Kommst da auch hin. Ah, doch, wir brauchen irgendwas mit leichter. Ach komm, was soll der Geiz? Schicken wir ihn auch hin. Und du brauchst noch ein bisschen Schiffe irgendwie. Wir können dir vielleicht mal eins gestatten. Oh. Ein Diktator. Ein Tyrant haben wir. Ich sag einfach mal, du kriegst jetzt hier... Ich weiß gar nicht, was der kann. Ah, der hat hier auch Nova-Kanone. Uiuiuiui. Das ist ein Gerät zum Spaß haben und es passt noch rein. Geilo. Ein Diktator und ein Tyrant. Und wir haben noch Punkte für... Ja, hier ein GLaDOS. Irgendwas zum Aufklären brauchen wir. Hit and Run muss es können. Das sind wahrscheinlich... Weiß nicht, ob wir zwei reinkriegen. Oder zwei Firestorm.
Sagt ein Taler. Ah, passt nur einer. Und wenn nur einer passt, dann gibt es hier eine gute Nova. Da hat er ja auch schon 600. Und packen wir mal dahin. Dann kriegt er einfach schon mal irgendwo Verstärkung. Und wir haben sogar noch Punkte, um das auszubauen. Das heißt, der könnte es fast schon alleine mit dem Chaos aufnehmen. Das ist gut, dass die ihn angreifen, weil dann können wir vielleicht den Sektor mal das System da platt machen mit ihrer komischen Verteidigungsbasis oder den hier. Und dann haben wir den auch schon fast. Müssen wir nur noch die Necrons da wegkriegen. Und als guter Letzt kommt dieser Heuschreckenhaufen da. Ach, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen Break. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vergiss nicht, das Imperium zu unterstützen mit einem Kommentar oder mit einem Like. Der Imperator würde sich auch über ein Abo freuen. Ich bin nicht der Imperator, ich arbeite für den Imperator, aber ist egal. Ich wünsche euch noch viel Spaß und schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.